ist Donnerstag, der 13. März 2014. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio bei Macht und Menschenrechte. Als erstes hören Sie nachher das Interview mit Herrn Harald Neuber von Amerika 21. Da geht es um Venezuela. Und danach werde ich sprechen mit Marina Spanos, vielen bekannt von Hellas Frappé. Es geht um die Ukraine und neue Entwicklungen zur Ukraine. Und aller Voraussicht nach werden wir dann um 8:30 in die Sendung holen, begrüßen Freeman von Alle Schall und Rauch. Ja, kommen wir in Ela. Wir kennen es aus uns, haben es in Massenmedien mitbekommen, sind Proteste wegen der wirtschaftlichen Lage, wegen Versorgungsengpässen. Und obwohl die sozialistische Regierung viele Menschen überhaupt erst aus der Armut herausgeholt hat, wenn man das vergleicht mit dem Grund jetzt für die Proteste, ist es auf den ersten Blick erstaunlich, dass es dabei zu Gewalt kommt, was völlig unverhältnismäßig scheint im Verhältnis zu dem, was die Proteste ausgelöst hat. Und daher haben wir uns gewandt an Herrn Harald Neuber von Amerika 21, um uns die Lage in Venezuela besser zu erklären. Was hat denn genau zu den Protesten geführt? Wer sind die Akteure? Warum ist das so eskaliert? Wie reagiert das Ausland darauf? Und ich bitte nun, das Interview haben wir gestern aufgenommen, bitte nun um Abspielen des Interviews, und danach werden Sie uns dann wieder live hören, und dann werde ich Marina Spanos und dann Freeman begrüßen. Sie hören nun das Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 13. März 2014. Ich darf Herrn Harald Neuber begrüßen von Amerika 21. Es geht um Venezuela. Guten Abend, Herr Neuber. Ja, schon guten Abend. Herr Neuber, diese Proteste in Venezuela, worum geht es dabei und was hat diese Proteste ausgelöst? Nun, diese Proteste, muss man dazu sagen, sind in den vergangenen Jahren immer wieder aufgeflammt. Sie haben vor allem zu tun mit der wirtschaftlich schwierigen Situation Venezuelas, einem Land, das es als Erdöl exportierende Nation nicht geschafft hat, übrigens über Jahrzehnte hinweg, nicht erst unter der aktuellen Regierung, eine produzierende Industrie aufzubauen, eine produzierende Landwirtschaft zu erhalten bzw. weiter auszubauen. Und diese unbefriedigende Lage schafft Probleme im Land, zumal viele der Armen in den vergangenen Jahren, seit der Wahl des im vergangenen Jahr verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez, aus der Armut geholt wurden, über Sozialprogramme, über Arbeitsmarktprogramme. Das heißt, dass in Venezuela wir eine Bevölkerung haben, die mehr konsumiert, die mehr Waren nachfragt, und dass der Staat es aber nicht schafft, diese Nachfrage hinreichend befriedigend zu decken. Das ist kurz umrissen die wirtschaftliche Problematik, die sozialistische Regierung gegenübersteht. Und das provoziert Proteste. Die Proteste, das muss man aber immer dazu sagen, kommen eben nicht aus den Unterschichten, aus den armen Bevölkerungsschichten, sondern sie kommen aus der Mittelschicht und der oberen Mittelschicht, die versucht, die aktuelle Lage und diese generelle Problematik zu nutzen, um diese Regierung loszuwerden. Deswegen spricht die sozialistische Führung unter Präsident Nicolas Maduro von einer Art Putschversuch, die hier stattfindet. Und das wird in der internationalen, ich sag jetzt mal Mainstream-Presse, immer so ein bisschen als Verschwörungstheorie abgetan. Aber ich habe mir heute nochmal Plakate angesehen, Bilder, auch Internetseiten, die von diesen Oppositionsgruppen ins Netz gestellt wurden. Und da wird ganz eindeutig die Forderung formuliert, Nicolas Maduro möge abtreten. Ich habe ein Bild gesehen von einer Straßenblockade, wo ein Sarg drauf drapiert war mit dem Namen von Maduro. Das sind schon sehr eindeutige Aussagen, die da getroffen werden. Also kurzum, wir haben eine wirtschaftlich schwierige Situation in Venezuela.
und ein kleiner Teil versucht der Bevölkerung, versucht wieder einmal diese progressive, diese linksgerichtete Regierung loszuwerden, nachdem mehrere große Sabotageaktionen, wirtschaftliche Sabotageaktionen und ein Putschversuch, ein zivil-militärischer Putschversuch im April 2002 misslungen sind. Bei den Protesten hat man ja auch Leute gesehen, glaube ich, die Kochtöpfe hochhalten als Symbol dafür, dass es an bestimmten Nahrungsmitteln mangelt oder als Symbol dafür, dass wegen der Inflation sich die Armen nicht alles kaufen können. Sind da nicht doch eine ganze Menge auch arme Leute bei den Protesten dabei? Die Proteste, und das kann man gerade in Caracas sehen, in der Hauptstadt, kommen aus der Mittelschicht. Caracas ist zweigeteilt. Der Osten der Stadt ist der wohlhabende Teil. Im Westen von Caracas finden wir die Barrios, die Armenviertel. Die Demonstrationen, die in den vergangenen Tagen stattgefunden haben und in den vergangenen Wochen, sind organisiert worden von den Parteien der Mittelschicht und der Oberschicht, die man namentlich benennen kann. Das sind die alten Parteien, Acción Democrática, Demokratische Aktion und COPEI, die Partei Primero Justicia, die im Osten der Stadt die Bürgermeister stellen. Und dort haben die Demonstrationen stattgefunden. Im Westen der Stadt ist das nicht der Fall. Und natürlich gibt es immer auch eine Schnittmenge. Es gibt einen Bevölkerungsanteil oder einen Stimmanteil in Venezuela von, sagen wir, 35-40%, der keinem der beiden Lager zuzurechnen ist. Weder der sozialistischen Regierung noch der Opposition. Und die Opposition hat es unter dem Politiker Henrique Capriles in den vergangenen Jahren geschafft, durchaus in diese Mittelgruppe zwischen den beiden politischen Lagern vorzustoßen. Das erklärt zum Teil, warum auch Venezolanerinnen und Venezolaner, die sichtbar nicht der oberen Mittelschicht und der Oberschicht angehören, an den Protesten teilnehmen. Aber das Gros der Menschen, die dort auf die Straße gehen, kommen aus den wohlhabenderen Schichten. Und deswegen haben diese Proteste ganz klar auch einen, wenn man so will, Klassencharakter. Das ist wichtig zu verstehen. Das, was ich in Berichterstattung gelesen habe über Capriles, wirkte auf mich so, dass er vom Auftreten her gemäßigter war. Er schien aber zum Beispiel auch aus den USA Unterstützung zu bekommen. Nun, ich denke, dass die Proteste in den vergangenen Wochen vor allem ein Problem für die Opposition geschaffen haben. Die Opposition in Venezuela ist gespalten. Es gibt tatsächlich eine gemäßigtere, eine, wenn man so will, realpolitische Gruppe um den Politiker Enrique Capriles Radonski, der mehrfach sich auch für das Präsidentenamt erfolglos beworben hat. Und es gibt eine Gruppe um den Politiker Leopoldo López. Leopoldo López nimmt eine sehr radikale Position ein und befürwortet gewaltsame Maßnahmen gegen die Regierung. Leopoldo López, gegen den inzwischen ein Haftbefehl wegen eben dieser Position erlassen wurde und der sich der Justiz gestellt hat und inhaftiert ist, versucht offenbar, sich hier gegenüber, innerhalb des oppositionellen Lagers, gegenüber Enrique Capriles zu profilieren. Man muss dazu verstehen, dass Leopoldo López, dass ihm das passive Wahlrecht entzogen wurde, wegen der Beteiligung an gewalttätigen politischen Aktionen. Diese Frist aber, dieser zeitweise temporäre Entzug des passiven Wahlrechts wäre aber wird tatsächlich im Dezember dieses Jahres auslaufen. Und es ist kein Zufall, dass Leopoldo López jetzt versucht, sich über diese Demonstration und die gewalttätigen Aktionen zu profilieren, um sich innerhalb der Opposition, innerhalb des oppositionellen Lagers neu aufzustellen. Wissen Sie, das sind alles so Detailfragen, die kommen in der Berichterstattung in der deutschsprachigen und in der internationalen Presse kaum vor. Deswegen ist es etwas schwer zu verstehen, was da gerade in Venezuela passiert und wieso es auch diese unterschiedlichen Arten von Proteste gibt. Das heißt ja immer nur, es finden Demonstrationen statt, es finden wieder neue Demonstrationen in Venezuela statt und es gab wieder Tote.
auch diese Demonstrationen sind unterschiedliche Demonstrationen, sind unterschiedliche politische Aktionen. Wir haben auf der einen Seite normale, sag ich mal, Demonstrationen, wie wir sie hier auch aus Europa kennen. Menschen versammeln sich, ziehen durch die Stadt, äußern ihre politische Meinung auf Transparenten in Sprechchören. Das findet statt in Venezuela. Das wird auch nicht eingeschränkt. Und das hat mehrfach stattgefunden in den vergangenen Wochen mit 10.000 bis 20.000 Teilnehmern. Und die Opposition, das muss man anerkennen, hat diese Mobilisierungskraft durchaus. Auf der anderen Seite aber, und dieser Unterschied ist sehr wichtig zu machen, gibt es die sogenannten Guarimbas. Die Guarimbas bezeichnen, dieses Wort bezeichnet in Venezuela gewalttätige Proteste, Straßenblockaden, bei denen oft gegen Andersdenkende und gegen die Sicherheitskräfte vorgegangen wird. Und während dieser Guarimbas sind in den vergangenen Wochen, ist ein Großteil der, ich glaube, inzwischen 21 Toten zu beklagen gewesen. Mitte vergangener Woche ist in Caracas ein regierungsnaher Aktivist von Scharfschützen erschossen worden und ein Mitglied der Nationalgarde, als sie versucht haben, eine Barrikade von der Straße zu räumen. Auch hier wieder greift die Presse oft zu kurz, wenn gesagt wird, es gibt Demonstrationen und es gibt Tote. Wir müssen hier natürlich gucken, das gebietet auch der gesunde Menschenverstand, wer die Toten sind, zu welchem Lager sie angehörten. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass bisher nach Darstellung der Justiz, und diese Informationen sind ja auch recherchierbar im Internet, 4 Tote bis Sicherheitskräfte zu beklagen waren. Das ist auch durchaus ein Problem, aber hier ist es auch so, dass die Justiz Anklage gegen die Sicherheitskräfte erhoben hat. Und nach diesem Fall, den ich eben erwähnt habe, nach den beiden Toten durch Scharfschützen in Caracas, gab es tatsächlich dann auch Auseinandersetzungen zwischen Einheiten der Polizei und oppositionellen Studierenden. Und da kam es zu Repressionen auch. Da gab es einen Fall, bei dem ein Student schwer misshandelt wurde von Polizeibeamten. Und 3 dieser Polizeibeamten sitzen inzwischen in Haft. Das heißt, man muss hier anerkennen, dass es auch zum Missbrauch kommt, aber er findet nicht systematisch statt, sondern die Justiz geht hier auch gegen diese Mitglieder des Sicherheitsapparates vor. Kann man einschätzen, hat die Regierung gezögert, gegen die Mitglieder des Sicherheitsapparates vorzugehen, oder hat sie das eher zügig getan? Das vermag ich so gar nicht unbedingt zu beantworten. Also ich müsste jetzt, muss ich ehrlich sagen, mir ansehen, wann es zu diesen Fällen von Repressionen kam und wann Anklage erhoben wurde. Aber ich glaube, Sie haben gerade gefragt, ob die Regierung gezögert hat. Es ist ja keine, es ist ja keine Entscheidung der Regierung, sondern es ist eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ob hier Anklage erhoben wird und ob die Verantwortlichen für etwaige Fälle von Repressionen zur Verantwortung gezogen werden. Und das hat meiner Meinung nach die Staatsanwaltschaft bisher getan. Die Frage der Repression aber ist eine, die in Venezuela auch sehr verzerrt dargestellt wird und über die meist oppositionell kontrollierten Medien in Venezuela so auch Eingang in die internationale Presse finden. Ein Großteil der Toten während der Proteste kam durch die gewalttätigen Proteste selber ums Leben. Also entweder durch direkte Aktion von Gewalttätern auf oppositioneller Seite oder durch Unfälle. Also es gab zum Beispiel so einen Fall, da wurde auf der Fahrbahn Öl verteilt, um die Fahrbahn quasi zu sabotieren, unbrauchbar zu machen. Und dann sind Motorradfahrer darauf ausgerutscht und tödlich verunglückt. In einem anderen Fall haben oppositionelle Aktivisten bei einer Barrikade ein Drahtseil in Halshöhe aufgespannt, um Motorradgruppen des regierungsnahen Lagers aufzuhalten. Und dann ist blöderweise einer ihrer eigenen Leute da reingefahren und wurde dabei enthauptet. Das sind alles sehr, sehr unschöne Fälle, die da stattfinden. Und es wird aber, jetzt eben ja schon mal erwähnt, oft in der Berichterstattung einfach in einen Topf geworfen. Man muss hier noch einmal der Appell genau gucken, wer agiert und wer ist eigentlich von dieser Gewalt betroffen. Es gab vielleicht ganz kurz noch dazu eine Umfrage in Venezuela vor 2-3 Tagen, nach der sich
80%, gut 80%, ich glaube 80,9% der Bevölkerung gegen diese gewalttätigen Proteste, gegen diese Straßenblockaden vor allem wert. Denn stellen Sie sich vor, diese Proteste laufen jetzt seit einem Monat. Stellen Sie sich vor, in Ihrer Stadt würde so etwas passieren. Sie könnten nicht zur Arbeit fahren, Sie könnten nicht einkaufen fahren, Sie könnten Ihre Kinder nicht in den Kindergarten bringen oder in die Schule. Das beeinträchtigt das Leben und die Lebensqualität der Leute sehr. Und deswegen gibt es einen zunehmenden Unmut auch über diese Art der Proteste. Und ich möchte das noch einmal betonen, wir müssen hier ganz klar unterscheiden zwischen der Art der Proteste. Die Opposition in Venezuela hat jede Möglichkeit und auch immer gehabt, und obwohl führende Akteure der Opposition an Putschversuchen beteiligt war, friedlich zu demonstrieren. Und das findet in Venezuela auch weiter statt. Gibt es wesentliche inhaltliche Unterschiede, abgesehen von Ihrem Vorgehen zwischen Herrn Capriles und Herrn Lopez? Die inhaltlichen Unterschiede mit den programmatischen Unterschieden ist das so ein bisschen schwer, weil die Opposition eigentlich nie, und das war auch ihr großes Problem, ein wirkliches Programm gehabt hat. Natürlich gibt es schriftliche Programme, aber es gab nie ein Projekt, das die Opposition als solches verfolgt hat und das sie erheblich abgesetzt hat von dem Regierungslager. Wir haben das in den vergangenen Jahren öfter gesehen, dass die populären sozialpolitischen Maßnahmen der Regierung des verstorbenen Präsidenten Hugo Chavez von führenden Oppositionspolitikern quasi plagiiert wurden, nachgemacht wurden, um in populistischer Manier Stimmen zu mobilisieren. Aber es gab nie einen wirklichen Gegenentwurf. Die Opposition in Venezuela hat sich eigentlich immer definiert in ihrer Position gegen Chavez, gegen die Regierung. Und das wirkt jetzt nach. Also im Grunde genommen haben die Lager, die Strömungen innerhalb der Opposition nach wie vor kein eigenes Regierungsprojekt anzubieten. Der inhaltliche Unterschied besteht im Endeffekt darin, dass Enrique Capriles ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, eine, sagen wir mal, realpolitischere Position einnimmt. Er sagt, wir müssen hier als Partei agieren, wir müssen uns in den Apparat einbringen, wir müssen für unsere Position kämpfen, wir müssen bei Wahlen dafür kämpfen, dass wir Bürgermeisterämter und Gouverneursämter gewinnen. Wie gesagt, mehrfach hat er ja versucht, sich auch zum Präsidenten wählen zu lassen. Das hat mehrfach nicht funktioniert. Das ist die eine Position, und die andere Position ist die von Leopoldo López und einem radikalen und ich würde sagen auch relativ realitätsfernen Teil der Opposition, die denken, sie könnten die Regierung, die trotz aller bestehenden Probleme in Venezuela, wirtschaftlichen Probleme und daraus resultierenden sozialen Probleme, nach wie vor die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit genießt. Sie könnten dessen zum Trotz die Regierung durch gewalttätige Maßnahmen stürzen. Das wird nicht funktionieren, aber es wird das Land eben weiterhin in ein Chaos stürzen. Es wird einen großen wirtschaftlichen Schaden anrichten. Und das ist eben aber maßgeblich ein Problem der oppositionellen Gruppen, die mittelfristig und langfristig ihr Standing in der Bevölkerung zerstören. Herr López hat sich ja den Behörden in Venezuela gestellt. Was ist Ihnen dazu bekannt, warum er das gemacht hat? Naja, er hat es gemacht, weil ein Haftbefehl gegen ihn bestanden hat und er gesucht wurde. Zum einen, ich denke, zum anderen hat er versucht, ganz eindeutig sich über diese medial auch recht professionell inszenierte Festnahme noch einmal zu präsentieren, noch einmal zu inszenieren als politisch Verfolgter. Er hat sich ja gestellt und konnte deswegen auch den Zeitpunkt und den Ort bestimmen. Und da waren sehr viele Kameras anwesend. Er hat dann ein Interview über sein Handy gegeben, auch während er in den Polizeiwagen eingestiegen ist, hat vom Polizeiwagen aus durch die Gitterstäbe im Fenster weiter das Interview gegeben. Das war schon alles medial sehr inszeniert. Und ich denke, er hat versucht, da weiter Kapital quasi aus dieser Rolle zu schlagen. Naja, man muss jetzt eben sehen, inwieweit ihm das weiter gelingt. Jetzt sitzt er im Gefängnis, es läuft ein Verfahren gegen ihn wegen der mutmaßlichen Verantwortung für die Aufruhr mit Toten. Da wird er sich jetzt zu verantworten haben und
Das wird man jetzt weiter juristisch verfolgen müssen. Wie reagiert denn das Ausland auf die Situation? Nun, also das Ausland ist schon ja relativ groß. Wir haben da zunächst die lateinamerikanischen Staaten. In Lateinamerika und der Karibik ist es so, dass die rechtsgerichteten Regierungen schon auch versuchen, das muss man schon sagen, auch diese Krise zu nutzen, um die venezolanische Regierung loszuwerden. Es gibt hier immer eine Allianz der rechtsgerichteten, der konservativen Kräfte in Venezuela und in anderen Staaten. Es gab vor kurzem ein Problem zwischen Venezuela, oder das gibt es immer noch, zwischen Venezuela und Panama, weil Panama versucht hat, diese Proteste auf die politische Agenda der US-dominierten Organisation amerikanischer Staaten zu setzen und das ohne Rücksprache mit Venezuela. Und daraufhin hat die venezolanische Regierung die Beziehung zu Panama abgebrochen. Es gibt auf der anderen Seite aber natürlich auch eine ganze Reihe von Regierungen in Lateinamerika. Zu nennen sind da Ecuador, Bolivien, Argentinien, Kuba, die sich mit der gewählten Regierung von Präsident Maduro solidarisiert haben. Das ist die Situation in Lateinamerika. Wenn man darüber hinaus guckt, spielen vor allem die USA und die Europäische Union eine Rolle. Die Europäische Union vom Europäischen Parlament aus, zumindest das konservativ ja auch dominiert ist, ist eine deutliche Kritik an Venezuela geäußert worden. Und von den USA, das erstaunt wenig, ist eine ähnliche Position eingenommen worden. Der Außenminister der USA, John Kerry, hat gestern oder heute noch einmal mit Sanktionen gegen Venezuela gedroht. Mit Sanktionen, weil man die Schuld an der Gewalt der Regierung sieht? Ja, genau. Also weil die Regierung bezichtigt wird, hier Menschenrechte, also Demonstrationsrechte, Versammlungsrechte einzuschränken. Und da wird ein sehr pauschales Urteil gefällt. Und die Regierung wird dafür verantwortlich gemacht. Und so sollen dann Sanktionen zu begründen sein. Damit werden die USA nicht durchkommen, weil ja allen auch das Spiel eigentlich klar ist, dass dort läuft. Aber es ist natürlich eine politische Drohkulisse, die hier aufgebaut wird. Und das Ziel ist, die Regierung in dieser aktuellen schwierigen Situation zu schwächen. Am Anfang des Interviews hatten Sie etwas angedeutet, Richtung wirtschaftliche Manipulation, dass man das Land schwächt, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also, ich hatte es kurz angesprochen, das stimmt. Also es gibt wirtschaftliche Manipulation dahingehend, dass Unternehmer in Venezuela und oppositionelle Akteure Waren zurückgehalten haben, um eine künstliche Situation der Warenverknappung herbeizuführen und so den Unmut in der Bevölkerung zu schüren. Das ist von der Regierung auch thematisiert worden und wurde dann direkt auch als Verschwörungstheorie abgetan. Es ist aber tatsächlich bewiesen. Nur noch einmal, das möchte ich noch mal betonen, die Problematik, die wirtschaftliche Problematik, es geht auch darüber hinaus und ist davon auch geprägt, dass die Regierung es in den letzten 14 Jahren im Endeffekt nicht geschafft hat, eine produzierende Industrie und eine Landwirtschaft aufzubauen. Aber es sind mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber diese wirtschaftliche Sabotage, diese Manipulation spielt sicherlich eine Rolle und ist Teil eines Plans, das Land erstens zu stabilisieren und in einem zweiten Schritt den Unmut der Bevölkerung zu schüren und die Bevölkerung gegen die Regierung auf die Straße zu bringen. Das hat bisher nicht geklappt, aber es ist ja noch nicht aller Tage Ende. Ist Ihnen etwas dazu bekannt, ob vom Ausland auch mit Geld zum Beispiel Einfluss genommen wird, also dass man Geld an die Opposition gibt? Also im Zusammenhang mit den Abläufen, die ich gerade geschildert habe, ist mir das nicht bekannt. Aber es ist in Venezuela eben auch so, dass die einschlägigen US-amerikanischen Organisationen, also der National Endowment for Democracy und die US-Entwicklungshilfeagentur USAID, ganz gezielt Gruppen der venezolanischen Opposition finanziert haben in den vergangenen Jahren.
Wissen Sie, das ist aber auch nichts Neues in Venezuela. In Venezuela ist es so, dass das alles mal öffentlich gemacht wurde, übrigens ähnlich wie in Bolivien und in Ecuador. Und diese Gruppen, diese US-Organisationen sind des Landes verwiesen worden. Aber das ist ja auch etwas, was wir jetzt in den vergangenen Wochen in der Ukraine gesehen haben. Die, wenn Sie mir diesen Exkurs erlauben, die Europabeauftragte der US-Regierung hat das ganz offen gesagt, welche Gruppen in der Ukraine unterstützt wurden, welche Personen unterstützt wurden und wie viel Gelder da geflossen sind. Das ist eine Politik der offenen Einflussnahme, die aber gerade in Lateinamerika in den vergangenen Jahren sehr auf Ablehnung gestoßen ist. Und wie gesagt, der NED und die USAID, diese beiden Organisationen, sind in vielen der progressiv regierten Staaten nicht mehr im Land, weil sie ausgewiesen wurden, eben wegen dieser versuchten Einflussnahme auf die inneren politischen Abläufe. Das heißt, da hat man in Lateinamerika viel eher Grenzen gesetzt, während man in der Ukraine es sehr lange hat geschehen lassen. Und ich glaube, es sind ja in der Ukraine ja auch, es sind ja wesentlich radikalere Kräfte gefördert worden als in Lateinamerika. Naja, gut, in der Ukraine haben wir jetzt gerade die faschistischen und die rechtsradikalen Organisationen, die dort in Erscheinung treten. Aber täuschen Sie sich nicht. Also in Venezuela beim Putschversuch 2002 gab es ähnliche Milizen, die dort in Erscheinung getreten sind. Interessanterweise hat eben der heute gemäßigte Oppositionsführer Enrique Capriles damals auch an einer Aktion, an einer Belagerung der kubanischen Botschaft in Caracas teilgenommen. Das Ganze hatte schon fast paramilitärischen Charakter. Und diese Aktionsform, die gab es dort auch. Aber diese Möglichkeiten bestehen im Moment in Venezuela nicht mehr, dass das in dieser Massivität in Erscheinung tritt. Aber wir haben dafür eben diese eben erwähnten Straßenblockaden und bewaffnete Kleingruppen, die hier einfach für Instabilität sorgen sollen und die Regierung damit schwächen sollen. Ich habe das Gefühl, dass auch bei verschiedenen Thinktanks man Venezuela ins Visier genommen hat. Aber da scheint da mehr zu gehen Richtung außenpolitischer Isolierung, dass man Venezuela, es gibt ein Papier zum Beispiel vom Stiftung Wissenschaft und Politik und von John Marshall Fund, wo Venezuela mit einer ganz kleinen Zahl von Ländern zusammen als Störer bezeichnet wird. Also Länder, die man ausgrenzen sollte. Venezuela, Kuba, Iran wird da genannt, Syrien, Nordkorea. Ja, ich kenne das Papier auch. Nun, das ist eben der dominierende Diskurs in der westlichen Staatengemeinschaft. Gut, die Stiftung Wissenschaft und Politik ist von der Bundesregierung finanziert, der German Marshall Fund, wie der Name schon sagt, von der US-amerikanischen Regierung. Da stecken natürlich politische Interessen dahinter. Und ja, sicherlich, deswegen gibt es hier ohne Zweifel den Versuch, den Diskurs über Venezuela in eine negative Richtung zu bringen. Ja, herzlichen Dank für den Überblick zur Lage in Venezuela. Ja, ich danke Ihnen. Und wer sich mehr informieren möchte, auf www.amerika21.de. Danke. Wunderbar, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Sie hören die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Trump Radio am Donnerstag, den 13. März 2014. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil der Sendung. Ich darf ganz herzlich Marina Spanos von Hellas Frappé begrüßen. Good evening, Marina. Good evening, Germany. How are you? Oh, I'm well. I'm happy to talk with you. I'm happy to talk with all of you. It's been a long time. Marina, what news do you have regarding Ukraine? Well, I think all of Europe should be concerned right now with what is happening in Ukraine, because it affects all of the Europeans, from Greek to Germans to Italians to French to English to everybody, because it's a tragedy what's happening. It's a coup d'etat, in my opinion. And we have to examine this a little bit, because it can happen to any country. You know, when the IMF wants a country now, all they have to do is send in fascists to take over. This is very dangerous. And
I'm very afraid for Europe because of what is happening. Very afraid. Okay. Ja, ich habe Marina gefragt, welche Neuigkeiten hat sie zur Ukraine, und sie sagt, was in der Ukraine vor sich geht, das betrifft alle Europäer. Es ist eine Tragödie, es ist ein Staatsstreich und es könnte mit jedem Land passieren. Und ja, wenn der IWF Macht über ein Land haben will, könnte es auch in anderen Ländern passieren, dass man eine faschistische Regierung an die Macht bringt. I would rather have expected ties between IMF and, let's say, economical lobbies. As it seems, sonst see a direct IMF connection, even if the IMF gains from the situation. Well, the IMF connection to the Ukrainian crisis is the appointment of the new prime minister, who's a former employee of the IMF. Okay. Ich habe gesagt, ich sehe jetzt keine direkte IWF-Verbindung, weil ich würde den IWF, hätte ich eher Richtung Finanzlobby Verbindung vermutet. Und Marina sagt, die auch wenn der IWF jetzt von der Situation profitiert, Marina sagt, die Verbindung zum IWF ist der jetzige Premierminister Yatsenyuk, der ein früherer Beschäftigter des IWF ist. Do you know which position he has in the IMF? In what department or for which regarding which countries? I don't have a lot of information on him. I know what the Russia Today has said and the Voice of Russia, but also many news channels in Greece have openly spoken about him being a former IMF official. He was the central banker, I think, of Ukraine, and now he's the prime minister, and he's a fascist also. Okay, it's not only he's an IMF official, he's also a Nazi fascist. Es war gefragt, welche, was ihr bekannt ist, welche Position Herr Yatsenyuk hat. Voice of Russia, Russia Today und auch Nachrichten in Griechenland haben berichtet, dass er früher beim IWF beschäftigt war und dass er eine wichtige Position in der Zentralbank der Ukraine hatte, und sagt, Herr Yatsenyuk sei auch selber ein Faschist. I'm not so sure, because his party is in an alliance around the Fatherland Party of Yulia Tymoshenko. Yulia Tymoshenko is connected to a European alliance of liberal parties. So I would have expected, if he is on a voting list together with the party, if his party is on a voting list together with the party of Mrs. Tymoshenko, that he is also somehow liberal and much closer to her party than close to far-right parties, even if they cooperate, but closer to liberal parties. That's what I would have expected. Well, the thing is, right now, the Svoboda party, it's been trying very hard to change its image, okay? And it's trying to present itself as a neoliberal party, when everybody knows, everybody in Europe knows, that it's the worst type of Nazi party, okay? Okay, Marina sagt, die Svoboda-Party versucht ihr Image zu ändern und dass sie liberaler sei, aber es ist eine schlimmste Art von Nazi-Partei. I agree that there are many signs that Svoboda is a fascist party, but I would not say the same about
Mitsaryan-Sensuk, he is not from Svoboda. He has another party, not one of the biggest, and he's closer to Mrs. Tymoshenko, I think. But why does he allow Svoboda party in his government? Because Mrs. Tymoshenko is a very corrupt politician. Mm. She's a billionaire, and she wants power. And there's a lot of. She not only went to jail in her country, but in Greece, they're saying that a lot of other countries want to arrest her. So she needs tough guys in to make an alliance with tough guys. So that's why she made an alliance with Svoboda. You understand? Oh. Ich habe gesagt, dass Herr Jasensuk nicht Mitglied von der Svoboda-Partei ist. Ich würde jederzeit zustimmen, dass Svoboda eine faschistische Partei ist. Dafür gibt es viele Anzeichen. Aber ich würde Herrn Jasensuk da nicht einordnen. Aber es geben sich natürlich Fragen hinsichtlich seiner Ausrichtung, warum er solch erlaubt, dass solch eine Partei mit in der Regierung ist. Und Marina sieht es so, dass es eher ein Zeichen von Korruption ist, also beziehungsweise man sagt, viele Leute sehen Frau Tymoshenko als korrupt an und eine ganze Menge Staaten wären bereit, sie zu verhaften, deswegen Korruption und dass Frau Tymoshenko harte Politiker an ihrer Seite braucht, deswegen. I would to look at the IMF. I have looked into on the IMF website, and it seems that they have not reached a memorandum of understanding yet with new credit conditions, but they have repeated the old ones, and that they want particularly to lower the energy subventions. Well, yes, this is what it's all about. Because we experienced this in Greece. Remember last year when I spoke to you about the former government of Mr. Karamanlis, and when Mr. Karamanlis tried to allow Russian pipelines to come through Greece. Suddenly, NATO and Europe and America became very upset. Okay, so they made a big thing so that Mr. Karamanlis can step down from power. Now, if you look at every country that tries to be a friend with Russia or tries to export Russian natural gas, suddenly this country has protests, riots, trouble, the economy is not good, and suddenly the IMF comes in. So it's working together with Wall Street and the IMF, and they're playing geopolitical games. Now, you understand? It's not only about money anymore. It's about oil and natural gas. Okay. Ich hatte angesprochen, dass der IWF, als ich zuletzt auf seine Webseite geschaut habe, es scheint noch kein neues Memorandum of Understanding zu geben mit neuen Kreditauflagen. Scheint eher so zu sein, dass der IWF jetzt an seine für ihn wichtigsten, bisher noch nicht erfüllten Auflagen wiederholt, dass er nämlich die Energiesubventionen der Ukraine gesenkt haben will. Das erinnert Marina an die Situation in Griechenland. Als Griechenland erlaubt hatte, dass russische Pipelines Richtung Griechenland gehen sollen, das unter der Regierung Karamanlis hat das damals die NATO und die EU sehr aufgeregt. Und man beobachtet, und dass man dahin gearbeitet hat, dass die Regierung Karamanlis eine
Situation bekommen könnte, wo der Regierungschef zurücktreten könnte. Und man beobachtet es auch in anderen Staaten, wenn Staaten ja energiemäßig mehr mit Russland zusammenarbeiten wollen, dass gerade in solchen Staaten dann man Proteste findet, Aufruhr, wirtschaftliche Probleme und dass der IWF dann in die Staaten will und den Auflagen machen will. I think one thing about Mr. Yatsenyuk, new Prime Minister of the Ukraine, is that Ria Novosti has reported that, that he wants to halve the pensions. I have not found this yet on the IMF webpage. I asked myself if he fulfills more the will of the IMF, which the IMF even has not publicly announced yet. It seems to me that he's overfulfilling what the IMF wants or is expected to want. This is the problem. See, the people of Ukraine has no money. So now, I think it's they need 35 billion, if I'm not mistaken. And the problem is that even if this government takes over, in less than 6 months, they're going to have a lot of problems, economic problems, because there's going to be no money to operate the country, okay? So, you know, the IMF wants to come in because it wants to control this country's trade, you understand? And they want to control the trade in Ukraine because Ukraine is a very strategic place in Europe for the oil and gas pipelines from Russia to Europe, to Germany, to the Baltic states, and to most of Northern Europe, especially Germany and the Baltic states. So Germany, right now, it's playing a very stupid game, in my opinion, a very stupid game, because Europe should really stay out of this, because Russia is trading in Europe. It's a very big partner of Europe, and it trades with Euro. So if they get Russia mad, Russia's not going to trade with Euro anymore. And you're talking about a lot of oil and natural gas. I think it's 30% of all of Europe is from Russia, the natural gas. More than 30%. Yes. Of the oil and of the gas? Natural gas. Natural gas. Okay. Mhm. Okay. Ja, ich hatte angesprochen, Ria Novosti, die hat berichtet, dass der neue ukrainische Regierungschef, Herr Yatsenyuk, die Renten halbieren will. Und ich habe mich gefragt, auf der IWF-Webseite habe ich eine derartige Forderung nicht gefunden, ob er die noch nicht einmal öffentlich verkündeten IWF-Forderungen dort übererfüllt. Und Marina sieht es so, dass die Ukraine ja in weniger als 6 Monaten einen großen Geldbedarf hat, wenn, weil sie in Erinnerung hat, 35 Milliarden. Also ich verstehe so, dass es nicht unbedingt alles vom IWF kommt, sondern es ist halt das Problem mit den 35 Milliarden, die Ukraine braucht. Und der IWF will Kontrolle bekommen in der Ukraine, auch über Handelsfragen. Ukraine ist ein sehr strategisches Land. Dort durch das Land verlaufen Öl- und Gaspipelines.
wichtig sind diese Pipelines gerade auch für Deutschland und für die baltischen Staaten, für deren Versorgung. Und mehr als 30% des Gases, des Erdgases kommen von Russland. Und daher der Auffassung, dass Deutschland da kein sehr schlaues Spiel spielt, wenn Deutschland ja die Russen aufregt, könnte es sein, dass die Russen beschließen, dass nicht mehr in der Währung Euro zu handeln, sondern in einer anderen Währung. Why would it be so important if they sell the gas in euro or in another currency? Because the euro right now is trying to strengthen after a crisis, okay, from the southern European states, okay, from the pigs. So if there's a crisis now in Ukraine and Russia begins pulling out its money, because, and the only reason I think they would do this is because if Europe threatens Russia with economic sanctions, Russia said today that it's going to do the same thing. You understand? Yeah. So this is very bad for the markets, and it's very bad for the euro. The euro will fall. That means that Europe is going to suffer economic consequences because of this. All of Europe. All of Europe. Ja, ich habe gefragt, was wäre die große Auswirkung daran, wenn die Russen das Gas nicht mehr in der Währung Euro handeln würden? Die EU will ja gerade ihre Währung stärken. Und in dieser Wirtschaftskrise. Und die EU droht Russland mit Sanktionen, und Russland hat verlauten lassen, dass Russland eben auch mit wirtschaftlichen Sanktionen antworten könnte. Und es würde der Wirtschaft schaden, und es würde Währung Euro würde wahrscheinlich fallen, wenn eben dieses wichtige Gut, das Erdgas, nicht mehr in Euro gehandelt würde. You have mentioned the party, political party, Svoboda. Where can we see that Svoboda is a far right, a fascist party? That's really funny you should say that. No, you don't have to. You know, I don't understand the Western media. It forgets what kind of party this is, because this party, if you go to Wikipedia, you don't have to go very far, and you type in Svoboda, it tells you everything. I'm sorry. They have this sign. Their way to greet is similar to other fascist parties. No, this particular party is very, very, very radical. It's not like the Golden Dawn party in Greece. The Golden Dawn party in Greece, or the Marine Le Pen's party in France, is very light. Okay, it's very light. This the Svoboda party is very dangerous. It's fascist. I can't explain. It wants, first of all, it wants to hurt Jewish people. It wants no minorities, nothing, no minorities at all. And if you go to Wikipedia, you know, it says everything in Wikipedia. Like, it's a mafia. It's not a political voice, you know? It's a mafia. So these people, they only know how to kill, and that's how they operate.
And I cannot understand why Europe is allowing this to happen. This is very dangerous, because if you allow a party like that in power, then any mafia in Europe can come to power. Okay? Ja, ich habe Marina gefragt, woran macht man das fest, dass es wurde eine faschistische Partei ist. Mir ist da eingefallen, die Art und Weise, der Gruß, den sie zeigen, dass man zwar anderen faschistischen Parteien aussieht. Auch das kann man auch bei Wikipedia sehen, vielleicht noch zur Ergänzung. Marina sagt, die sind deutlich radikaler zum Beispiel als die Partei von Le Pen in Frankreich oder auch als die Goldene Morgenröte in Griechenland. Und Svoboda ist will den jüdischen Menschen schaden und ist gegen Minderheiten. Und ihre Art und Weise vorzugehen erinnert sie eher an die Mafia. Und das sind Leute, die wissen, wie man Menschen töten kann. Und sie sind sehr gefährlich. Es ist völlig unverständlich, wie Europa sich mit solchen Leuten einlassen kann. Und wenn man solche Leute an die Regierung bringt, da stellt sich die Frage, könnte ja praktisch jede mafiöse Organisation an die Regierung kommen. Do you mean with Mafia their willingness to use violence? Yes, exactly. Didn't you see the videos on, they're all over YouTube, they're all over the news. The Western media is not showing this, but it's all over YouTube, these videos. It's ridiculous. Ich habe gefragt, ob sie mit Mafia die Gewaltbereitschaft meint. Ja, es gibt eine ganze Menge YouTube-Videos, aber westliche Massenmedien zeigen dies nicht. Wikipedia-Artikel says that they try to be seen less radical. They are not so formally anymore allied with other groups like the right sector and so on. Well, I don't know if that's very true, because I think what happened now is that all those groups became one big force, one big opposition to Yanukovych, okay, the government of Yanukovych. So I think all these parties, smaller parties, they joined forces. But this is what is dangerous, you know, because you're not talking about any particular. No, you're not talking about light nationalism. You're talking about Nazi-style nationalism, you know? Like, I'll give you an example so you can explain to your listeners. Like, for instance, what's happening in Syria? There's Muslim people who are very nice people, but there's Islam radical fascists. They're crazy, you know. They kill and they rape women and they eat the person's heart. You know, that's a Muslim too, but it's a radical Muslim. And I think this is what's happening in Ukraine right now, because the videos on YouTube, I could not believe the violence. It was too much violence, you know. It was too much violence from the rioters. But we will talk about that, because they're saying that Blackwater was in... we will talk about that. Maybe you want to explain that first, and then we can talk about it. Die offiziell versucht ja die Partei Svoboda sich als gemäßigter darzustellen und dass sie nicht mehr so offiziell verbunden ist mit noch rechteren Gruppen wie zum Beispiel dem rechten Sektor. Marina sagt, das ist keine leichte Form von Nationalismus, sondern eher vom Auftreten her eher wie bei den Nazis, was Svoboda sieht.
Und wenn man sich die Maidan-Proteste anschaut, dann sind die doch zusammen aufgetreten. Und es sieht eher so aus, dass sie insgesamt ein großes rechtsradikales oder rechtsextremes Bündnis bilden. Und man könnte das vielleicht vergleichen mit unterschiedlich radikalen islamistischen Gruppen in Syrien. Manche in Syrien töten Zivilisten, vergewaltigen Frauen und verüben andere Grausamkeiten und trotzdem halten die sich für Moslems. Also gibt es unterschiedlich radikale Nationalisten. Well, I think they have a violent ideology. I think they got the training for this, or inside the rioters, the if you know the newspaper The Mail, it reported that there was Blackwater mercenaries in the people, and these were the same guys that were shooting at the police and the protesters. So they wanted dead people. One moment. Daily Mail has the Daily Mail article, which you have drawn my attention to, has reported on probably Blackwater people or people with uniforms which look like Blackwater, but without any label Blackwater, at Donetsk. Donetsk is in the east of the Ukraine. And I'm not sure about if Blackwater people also have been at Kiev when the shootings have taken place. Guaranteed. I believe it because don't forget what the Estonian Prime Minister told the European head of foreign relations, that the bullets that killed protesters and police officers, riot police officers, were the same bullets from the same guns, and they were from snipers. And you know, it makes sense because they wanted blood. I think they wanted to make everything more dramatic. I think so that they can push these plans faster ahead. But this is where everything got dangerous, you know? I think this is where everything got dangerous, because now we're looking at maybe possible war. I don't know, you know? Ja, vor der Sendung hat Marina mich aufmerksam gemacht auf einen Artikel von der Daily Mail, dass in der ostukrainischen Stadt Donetsk Truppen waren ohne Abzeichen, deren Uniformen auch vom Blackwater sein konnten. Und dass da Vermutung gibt, dass es Blackwater-Söldner sind, aber eben nicht kein vollständiger Beweis. Und Marina vermutet, dass es auch Blackwater gewesen sein könnte, die die Schüsse auf Demonstranten und auf Polizisten abgegeben haben in Kiew. Ich habe Ihnen gesagt, das eine, was Daily Mail schreibt, ist in Donetsk und das andere ist in Kiew. Und Sie sagen, mit den Schüssen, wo auf Polizisten und Demonstranten geschossen worden ist,
dass man damit die Situation anheizen wollte und dass wir Kriegsgefahr haben. Well, I have read an article on Alle Schall und Rauch from March the 13th. And there, a free man of Alle Schall und Rauch. One moment. He quotes that Alexander Yakishenko, former chief of the Ukrainian security service, that he has the assessment that the snipers have been on the Philharmonie of Kiev, and that the Philharmonic building has been at that time when the snipers have shot at the court, at demonstrators and at the police. It has been under the control of people of Andrei Parubi, who is being called as a commander of the Maidan, one leading person of one of the protest groups of the Maidan. So that it seems that these people would not have got on the roof of the Philharmonie without the allowance of Mr. Parubi and his people. Just say in German, Alle Schall und Rauch hat am 13.03.2014 berichtet, dass die Schüsse nach Einschätzung von Alexander Yakishenko, ehemaligen Chef der ukrainischen Sicherheitsdienstes, vom Dach der Philharmonie gekommen sind. Und dieses Gebäude der Philharmonie war zu dem Zeitpunkt unter der Kontrolle von den Leuten von Andrei Parubi, den man auch den Kommandanten des Maidan bezeichnet. Und es scheint, dass ohne die Erlaubnis seiner Leute die Leute da nicht auf das Dach gekommen wären. Well, this is the problem. Who allowed them to go to the Philharmonic building? Because now they know that the shots came from there, okay? And obviously, the people that the snipers were there, so obviously these people were working with foreigners. This wasn't Ukrainian people. This was the fascists working with, maybe Blackwater. You know, I don't know in Kiev 100%, but it makes sense, because if Blackwater was in Donetsk in the east, okay, then it's almost positive that they were in Kiev also, okay? Okay, Marina, Einschätzung ist, dass das eher ausländische Kräfte gewesen sind, diese Scharfschützen, die man aufs Dach der Philharmonie gelassen hat. Und sie hat das Gefühl, dass es so ein Blackwater gewesen sein könnte, wenn sie auch im Osten eingesetzt hat. Well, okay. I think one needs to find out who really has done this, but it has it also, to me, it looks that it has been profis, not that have done a professional work, that it has not been outrageous radical people who haven't been in anger, but rather been cold-blooded people. Yes, definitely. But also, we have to look at the reports that have been on TV, you know? Mm. There was a report on Russian TV, on the Russian TV channel, Rossiya 1, okay? Mm. And the former chief of the security, Ukrainian security service, okay, Mr. Yakimenko, he said specifically
that the snipers who shot people from the building of the Philharmonic Society was controlled by Andrei Ponubi, okay? And they targeted the Ukrainian police. They wanted dead Ukrainian police. And the man said that both the Svoboda, the right sector, the Bakhtishiknya and UDAR parties all knew this. They know this. They saw these and they Yakimenko also said that the opposition leaders had contacted him and they had asked him to deploy a special force to take out the snipers from the buildings in central Kiev. But Panubi made sure that that did not happen. So this is very important. And this is not in the news. Because if this happened, that they contacted him, it proves that there was a third party in the protests in Kiev that was shooting at the people. If it was, you understand what I mean? If I get you correctly, not only the moderate right-wing groups like the Fatherland Party, Mrs. Tymoshenko and UDA, but also far-right groups have told Mr. Parubi that he that the snipers must be taken from the building, and his group has not allowed this. They told him to deploy a special force to take out the snipers from the buildings. They knew there were snipers. They knew the opposition, all the right parties, Tymoshenko's party, the UDAR, the Svoboda, they knew that there were snipers in the buildings. They have talked to Mr. Yakimenko and have, who belonged to the government of, to the then government of the party of the regions, he was a security chief, and they have asked the government to take out the snipers. Yes, they asked Mr. Yakimenko, but Mr. Parubi did not allow. He wanted dead people. Okay. Yeah, also Yakimenko ist der damalige Sicherheitschef der Ukraine ist angesprochen worden. Das hat er bei Russia One gesagt, von der Opposition, von UDA, von der Vaterlandspartei, von Frau Tymoshenko, selbst von radikalen Gruppen wie Svoboda und dem rechten Sektor, dass diese Scharfschützen dort von dem Gebäude runter müssen und dass man ein Sonderkommando einsetzen soll, um die Scharfschützen dort runterzuholen. Und die Leute von Herrn Parubi haben das aber nicht zugelassen. Das heißt, selbst radikale Oppositionelle, selbst wie Svoboda, wollten scheinbar dieses Blutbad nicht. Aber sie scheinen ja gewusst zu haben, dass diese Leute da waren, diese Scharfschützen, und wollten das nicht. Und man hat es trotzdem geschehen lassen. Das spricht sehr stark dafür, wenn man zu der Schlussfolgerung kommt, dass die Leute um Herrn Parubi dieses Blutbad gewollt haben und vor allem, dass da noch eine dritte Kraft gewesen ist, zu der diese Scharfschützen gehören. Ja, these are very strong arguments. Another thing, he also said that he was ready, Yakimenko said that he was ready to send the Alpha group, which is a special force, Ukrainian force,
to take care of these things, but he wanted to send them to the Maidan but Parubi said no. Parubi. Ja. Herr Jakimenko war bereit, die Alpha-Gruppe, eine Sondereinsatzgruppe, dorthin zu schicken, aber Parubi sagte nein. Der Kommandant des Maidan. They wanted dead people because they did not want the government of Yanukovych. Und Schlussfolgerung ist, dass sie tote Leute wollten, denn sie wollten die Regierung Janukowitsch nicht mehr. It's all propaganda. You see what I mean? It's all propaganda and it's ridiculous. People died because of propaganda. It's ridiculous. Es ist lächerliche Propaganda. Menschen sind gestorben wegen Propaganda. You know, I want to say something. Yes. I'm not saying Mr. Putin is a very good man. Okay? No. I'm sure he's very tough and whatever. Just like Mr. Obama. I don't think he's a very good man. But I know Mr. Obama does not want war. And I know Mr. Putin does not want war. Okay? So they have to find a negotiation for this because Europe cannot suffer anymore from wars. We, you know, the Yugoslavian war is not that long time ago. It's just a few years ago. Okay? And Europe has suffered a lot because of the Yugoslav war, and Europe has suffered a lot because of the Second World War, and Europe has suffered a lot from a very bad economic recession. Okay, enough. Europe needs to become strong. It needs to become strong. It cannot, we cannot play Russian roulette with war. Hmm. And Nazi parties. This is ridiculous. Okay? Hmm. Ja. Marina würde nicht sagen, dass russische Präsident Wladimir Putin ein sehr guter Mensch ist, aber ebenso, er ist eher ein harter Politiker, ebenso wie Obama, aber beide wollen Frieden. Und da müssen sie auch verhandeln miteinander, müssen sie Lösungen finden. Und Europa hat genug gelitten. Der Jugoslawienkrieg ist noch gar nicht so lange her. Und Europa hat den Zweiten Weltkrieg erlitten und diese wirtschaftliche Rezession. Und ja. Ja, die Anheizung der Situation, das ist wie russisches Roulette und mit Nazi-Parteien zu spielen. Nazi-Parteien anzusetzen. My question is, why is Mrs. Merkel getting involved? Why? Marina fragt sich, warum involviert man die deutsche Kanzlerin, Dr. Angela Merkel? Warum? Europe has to be a peacemaker. Why are we getting involved? What for? Look what happened in Yugoslavia. Same thing happened. Germany recognized Croatia. Okay? And there Yugoslavia was in war. This is very wrong. Why is Germany doing this? Europa muss ein Friedensmacher sein. Und wenn man sich Jugoslawien anguckt, Deutschland hat damals Kroatien anerkannt und dann kam der Krieg. Warum? Warum tut Deutschland das? And something else people have to think. Why is all of Europe going crazy for the nationalist parties? All the Jewish organizations, they're going crazy for the nationalist parties.
They say so many things about the Golden Dawn, Marine Le Pen, everybody. But nobody says nothing about Svoboda. Why? Those are good Nazis. This is crazy. Okay. Ja, und eine weitere Frage. Warum gerät Europa und geraten die jüdischen Organisationen, warum regen sie sich auf der einen Seite auf gegenüber rechtsradikalen Parteien wie der Goldene Morgenröte und sind dann aber völlig anders gegenüber noch radikaleren Parteien wie Svoboda? I would like to add two things. Moshe Reuven Asman, high-ranking Jewish representative from Ukraine, has made a very loud warning after an attack to one Jewish synagogue at the Ukraine, and even if they have taken some time, also the Central Council of Jewish People in Germany has drawn public attention to their fears for Jewish people in the Ukraine and also for other minorities. They have not only looked at Jewish people, but also at other minorities and have expressed their concern already regarding radical or extreme right-wing parties in the government. Yes, because I think the Svoboda party has four ministries, if I'm not mistaken now, and they have the they said right away when they took power, illegal power, in my opinion it's illegal power, they said right away that no minority, we only recognize one language, they don't recognize nothing. And the Jewish people, I don't understand. You know, Jewish Ukrainian people are very afraid, and they should be afraid, because these people have said they don't want Jewish people. You know, they don't want gay people, they don't want Jewish people, they don't want Greek. And there's 150,000 Greeks in Ukraine, okay? They don't want Muslim, they don't want... They are crazy, crazy radicals, and I cannot understand why Europe is shaking hands with crazy radicals. I cannot understand that. Ja, ich habe erwähnt, dass zumindest zwei gewichtige jüdische Stimmen doch deutliche Worte gefunden haben. Moshe Reuven Asman hat gewarnt vor Gefährdung jüdischen Bevölkerung der Ukraine nach einem Angriff auf eine Synagoge in der Ukraine. Und der Zentralrat der Juden in Deutschland hat seine Sorge ausgedrückt, bereits dass rechtsextreme Gruppierung in der rechtsradikale rechtsextreme Gruppierung in der Ukraine sind. Und seine Sorge nicht ausschließlich ausgedrückt bezüglich der Juden in der Ukraine, sondern auch bezüglich anderer Minderheiten. Und Herr Marina sagt, dass das verrückt ist, dass man diese Partei Svoboda hat vier Minister in der Regierung, dass es verrückt ist, deren Ablehnung gegenüber jüdischer Bevölkerung, gegenüber Moslems, gegenüber Homosexuellen und sie wollen nur die ukrainische Sprache und sie sieht auch Ablehnung überhaupt gegenüber Minderheiten und es gibt 150.000 Griechen in der Ukraine. I just want to say, Svoboda's leaders, maybe now they're not saying, making anti-Semitic statements, okay? But Alexander Sich,
okay, which is Svoboda's chief man, who I think is vice prime minister now. I'm not 100% sure. Anyways, over the years, he's been promoting Ukrainian nationalism with an ideology from Stefan Bandera, who was Bandera was a leader of the Ukrainian nationalist movement of the in the 1930s and 40s, and he had the same ideology like the Nazis. Okay, in the killings. Many killings of Jewish and Polish people. Okay, this is very dangerous. And, you know, especially the Svoboda Party, you know, up until last year, they wanted to kill anybody who wasn't Ukrainian. Now they're the good guys. This is crazy. You know? Ja, Alexandra Sich, jetzt, weil Vizepremierminister ist, das Andenken von Stefan Bandera hoch. Und Bandera war damals der Chef der ukrainischen Faschisten, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben und für die Tötung vieler Juden und auch vieler Polen verantwortlich gewesen ist. Ja, und das sieht man eben die Verbindung zu dieser Ideologie von damals, die wo viele Menschen getötet worden sind. Und wo wir da eine entsprechend radikale Partei ist. Have you wanted to say something about the history behind the protests? Well, the only thing that I know, the history behind the protests is that the Europeans, I think it was the French, the Polish, and the German foreign ministers went to Ukraine to strike a trade agreement with Ukraine. And Yanukovych told them he didn't agree, but he said, okay, we will only stay, I will stay 1 year and we will go to elections after. But suddenly, I think they took the opportunity to make the protests more... more stronger. And I think this is because they're very afraid of Russia becoming very close with China and becoming a stronger economic and military force. Now China, this is where it gets crazy. China hasn't said anything to about these. It's trying to be a diplomat, okay? Because China needs American money, but China also does not wants to help Russia because it needs energy. So China is in a very difficult position. But I think what's going to happen is China is going to side with Russia. And if it does, we have a very big problem. We can't fight China-Russia. You know, and why should we? Okay, because of a stupid, because Europe and the United States wants to fight China and Russia for what? For what? Can I just say something before you make the translation? Okay. They have to think what happened
in after the Second World War, you know? Because when right after the Second World War, they made a line in Europe, and they said, this side is our territory, this side is your territory. And this will keep peace. But when you go to somebody's house and you begin making trouble in their house, they're going to get angry. Okay? It's normal. If somebody came to my house and said, today this house belongs to me, I would tell them you're crazy. Okay? Mm. I think these are very delicate diplomatic things, and I think it should be solved with diplomacy. I see, because there's no other way that this crisis will die down. They need really good diplomacy, because Putin is not gonna back out. Can you repeat? What is he not? Putin is? Yeah, I said Putin is not gonna back out, because Crimea, okay, and the East Ukraine, it's mostly Russian people. And Putin doesn't want NATO in his house. Yeah, he's not gonna back out. Ja. Also diese Geschichte der Proteste der Ukraine. Die Proteste sind ja entstanden wegen der Nichtunterzeichnung der Handelsvereinbarung, und es sieht so aus, dass man die Proteste dann gestärkt hat, die Gelegenheit genutzt hat. Und ein Motiv dahinter dürfte auch sein, dass man verhindern möchte, dass Russland und China sich noch stärker miteinander verbinden. Und ja, China scheint aber eher diplomatisch zu reagieren, sich nicht ganz eindeutig auf die Seite Russlands so bisher zu stellen, aber das werden sie wahrscheinlich noch tun. Und ja, da stellt sich die Frage, warum wollen hier Kräfte mit China und Russland kämpfen? Das, man muss sich vorstellen, wenn man in das Haus von jemand anderem eindringt, der wird dann auch sagen, dass das doch verrückt ist. Und wie wenn man jemandem sein Haus wegnehmen will. Und es gibt ja in verschiedenen Teilen der Ukraine gibt es eben große Zahl russischer oder russischer sprechender Menschen, und es ist verständlich, denn dass Russland eben nicht will, dass das ja unter westlicher oder NATO-Kontrolle ist. Also, another thing I want to say that maybe you want to, the listener should think about is when you have tape recordings of Victoria Nuland saying the next prime minister of Ukraine, or you have a tape recording of the Estonian prime minister talking about snipers, and you have, words like invasion of Crimea. This is all hypocrisy, because the world cannot forget that the West invaded Iraq, and invaded Afghanistan, and invaded Yugoslavia. We cannot forget this, okay? And it wasn't that long ago, and this is hypocrisy. Russia might not be a very good guy. Putin might be a bad guy. I don't know him, okay? But Russia has a international right to have its military bases in Crimea.
it did not invade Crimea. And this word should not be, it's a hypocritical statement. It's really hypocritical. It's funny to hear that word. I heard it from John Kerry, U.S. Secretary of State, and I really, really laughed, you know, because it's they're in Afghanistan. They have no right to be in Afghanistan, you know. They were in Iraq. They have no right to be in Iraq. So why would you use that word, you know? I find it's such hypocrisy, big hypocrisy. Ja, wenn man sich anschaut, das Telefonat von Frau Nuland, wer der nächste, wo gesagt, sie geäußert hat, wer der nächste Premierminister der Ukraine werden sollte. Oder wenn man sich anschaut, das Telefonat von dem estnischen Premierminister, dann fehlt bezüglich, ich möchte ergänzen mit Frau Ashton, der hohen Repräsentantin für Außenpolitik der EU, hinsichtlich der Scharfschützen, deren Einschätzung, wenn man das vergleicht und dann hört, dass westlicher Seite von einer Invasion, einer russischen Invasion der Krim gesprochen wird, dann wirkt das doch ja, überheblich im Vergleich dazu. Und man Die Welt wird nicht, hat längst nicht vergessen, dass es westliche Staaten waren, die in Afghanistan einmarschiert sind, dass es westliche waren, die im Irak und auch in Jugoslawien interveniert haben. Und unabhängig davon, ob man den russischen Präsidenten Herrn Putin nun als ja, ein Good Guy oder ein Bad Guy ansehen will, ja, als einen ja, guten oder schlechten, ist das völlig überheblich. Und die Russen haben ja ihre Basis dort auf der Krim. Sie dürfen zumindest bei ihrer Basis dürfen sie vollkommen rechtmäßig mit ihren Truppen sein. I think if I remember it correctly, they have the right to have 25,000 soldiers military bases at the Crimea region. Yes, this was part of the international agreement they signed in 1997. Ich habe mich erinnert daran, soweit ich weiß, dürfen sie 25.000 Soldaten dort haben. Marina sagt ja. Auf ihrer Marine, auf ihrer Militärbasis in der Ukraine. Da gibt es ein Abkommen von 1997, dass sie 25.000 Soldaten dort haben dürfen. What do you think? How should the crisis in the Ukraine be solved? Which are reasonable steps? My opinion is they should not touch Crimea. And I think that Sunday the referendum in Crimea will vote to join Russia. But I don't think this is going to happen right away. I think what's going to happen is Crimea will separate from Ukraine. Well, it's already an autonomous area, okay? And maybe, not now, not right away, but maybe in a few months it will join Russia, maybe, okay? But what's going to happen is, I think they will give Crimea to Russia. Because even though NATO, meaning the West, Europe and the United States, is very angry with Ukraine and Russia and Putin, I don't think they want to risk going to war with Russia because they know that Russia is very strong also militarily. That's why. I don't think they're gonna go to war. But
I'm afraid not for Crimea. I think Crimea, they have found a some kind of diplomacy. I'm afraid for the eastern part of Ukraine now. That's what I'm afraid for. Ja, ich habe einer gefragt, wie kann denn eine vernünftige Lösung aussehen für die Ukraine und dieser Krise. Und sie sagt, sie glaubt, dass man sie glaubt, dass man ja die Finger von der Ukraine lassen wird, in der Weise, dass man die Ukraine, dass man die Krim entscheiden lassen wird. Und es ist eher wahrscheinlich, dass in dem Referendum die Krim sich abspalten wird, aber wohl nicht direkt sich Russland anschließen wird, wenn dann eher nach einigen Monaten, wenn es der Fall sein wird. Sie glaubt, dass man die Krim im Zweifel die NATO Krim Russland überlassen wird, um keinen Krieg zu riskieren. Sie ist hat eher sie befürchtet eher, dass bezüglich der Lage in der östlichen Ukraine. Why are you more afraid for the eastern Ukraine? I'm afraid because let us not forget that the Ukraine has no money. And yes. I'm afraid that the in maybe 4 or 5 months maximum, when the IMF comes, that the eastern part is gonna say enough. We want to join Russia also. Ah, ja, die Ukraine, mir geht das Geld aus und wenn in einigen Monaten dann der IWF kommt mit seinen Auflagen, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass dann der östliche Teil sagt, wir wollen uns auf Russland anschließen. In order also to evade from the economic situation. Hey, George Soros came out with an announcement and he said, you know, we should not go in with austerity measures for Ukraine. We should help them with a Marshall Plan. And this shows me that they know that if they go in with austerity, like they did to Greece, okay, that half of Ukraine is going to want to join Russia. Ja, meine Frage war, ob es also die wirtschaftliche Situation wäre, die dann auch nicht ausschlaggebend sein könnte, dafür, wenn der Osten der Ukraine sich entschließen sollte, sich Russland anzuschließen. Und Marina sieht als Anzeichen dafür, dass selbst George Soros gesagt hat, Ukraine, die braucht jetzt keine Sparauflagen, die Ukraine braucht einen Marshallplan. Well, regard him as a very integral part of the financial elite and at the same time not the closest friend of Russia. Yes, and if Soros comes out and says this, then he knows, he sees what's going to happen, okay? Hmm. And here is the problem. The problem is that United States wants NATO bases in Ukraine, but Europe wants trade with Ukraine. So it wants to control Ukraine financially. So it's the Europe that's going to put austerity. And this is very scary that Europe is playing this game. That's why I was asking before, why is Angela Merkel playing these games in Ukraine? Why? Ja, ich habe gesagt, dass ich Herrn Soros eher zu einem sehr integralen Teil der Finanzelite sehe und nicht als, unbedingt als den engsten Freund von Russland. Und ja, Marina sieht das
so dass die NATO eine Basis haben möchte in der Ukraine und die EU eher wirtschaftlich die Ukraine unter Kontrolle haben möchte und die Sparmaßnahmen eher im Interesse der EU zu sein scheinen. Und ja, es sind halt hier schon mal unterschiedliche Interessen, was die NATO will und was die EU will. Und ja, dann stellt sich natürlich die Frage, was die deutsche Bundeskanzlerin dann macht. You mean that our Chancellor, Dr. Angela Merkel, is more on the line of the EU than of the NATO, if I get it right? I think EU-NATO is the same thing, but Europe has very little difference, very little difference. But I think EU with the United States, it's the same voice. It's just Europe wants control also, not just the United States. Meaning not just the dollar, the euro also. Ah, okay. Yeah. Ja, Marina sagt, in vielen das ist die gleiche Richtung, ob nun EU oder NATO. Aber es geht auch darum, dass nicht nur der Dollar dort Gewicht hat, sondern auch auf der Euro. If I look at the news of GMX, then our Chancellor, Dr. Angela Merkel, has clearly said that said to our national parliament, to the Bundestag, that it, any military, any use of military is no option for Germany. Germany wants to solve the situation peacefully. Of course, because Germany cannot use military force for something like that. And officially, Germany cannot shake hands with a Nazi party, because in Germany, it's you go to jail for Nazis, okay? But, of course, but unofficially, it's helping a Nazi party, you know? So it's hypocrisy, it's hypocrisy. I can't understand, you know, especially the German people who suffered. I can't understand why nobody's saying anything. And I cannot understand why the Jewish people are, have you noticed that nobody is saying anything? Nobody's saying anything. Ja, auf den Nachrichten von GMX steht, dass die deutsche Bundeskanzlerin ganz klar geäußert hat, dass militärisches Vorgehen keine Option für Deutschland ist. Und, gegenüber dem Bundestag, dem deutschen Parlament. Und das ist, daraus folgt, dass Deutschland die Krise friedlich lösen will. Natürlich will Deutschland die Krise auch friedlich lösen. Stellt sich aber dann die Frage, warum Deutschland diese Regierung überhaupt unterstützt, wo eben auch eine Nazi-Partei drin ist. Und gerade wo in Deutschland so viele Leute unter einer Nazi-Partei gelitten haben, warum Deutschland überhaupt dann so eine Regierung in der Ukraine unterstützt. Die Frage stellt sich schon. Well, I asked myself if the situation in the Ukraine could be improved if one just says one holds on everything and just stabilizes the situation until the election.
Yes, this is the important thing, but Europe and the United States cannot recognize an illegal government because a mafia cannot start a protest and say after they are our government. A government is only a government when there's when there are elections, okay? Mm. And also, I just wanted to say something about Mrs. Merkel. Mrs. Merkel said that Germany would go along with the other 27 European Union member states and the United States if Russia does not join diplomatic talks and move to freeze Russian accounts and impose travel bans on Russian people. Like, they're doing economic sanctions to Russia and Russians, okay? Because they're not, Russia is not moving. It's Putin is not going to back out. So this is very scary, because Putin said specifically, well, his minister of finance said specifically that if the Europe does this, the Buddhist Deutsche Bank, okay, and if the United States makes economic sanctions, then Russia will begin trading in maybe in other money. You know, and this is dangerous for the people. This is dangerous. Okay. Ja, ich habe mich gefragt, ob nicht die Lösung sein könnte, jetzt erstmal alles erstmal ein wenig anzuhalten und erstmal die nächsten Wahlen abzuwarten. Ob das nicht die Lösung sein könnte. Ja, das Problem ist allerdings hier die ganzen Sanktionen, die hier angedroht werden oder schon gemacht worden sind, wie Reiseverbote, wie Einfrieren von Bankkonten und dass russische Finanzminister gesagt hat, dass Russland eben dann auch darauf wirtschaftlich antworten würde. Zum Beispiel eben in einer anderen Währung als dem Euro zu handeln. Und das würde natürlich den Euro schaden. Well, I think maybe the solution could be to wait with this associate with this treaty for association between EU and the Ukraine until a newly elected government comes to power, and that government which carefully looks through the draft treaty and takes enough time on this. I agree. I'm sorry. Yes. Yes, I agree with you. I'm just worried about what leader of the German Social Democratic Party say, Sigmund Gabriel, okay? Mm-hmm. He said that Moscow, that Germany would go beyond if the referendum in Crimea passes and the Crimea separates from Ukraine and wants to join Russia, then Germany will make more economic sanctions against Russia as of Monday. That's in 2-3 days. So you're talking, this is a third round of economic sanctions. So Russia's going to lose even more money. It already lost $150 billion, I think. Do you want me to explain a little bit more? One moment.
Yes. Moment. Ja, ich frage mich, ob nicht die Lösung sein kann, mit dem Assoziierungsabkommen einfach zu warten, bis eine gewählte Regierung, neu gewählte Regierung der Ukraine an der Macht ist und die sich dann in Ruhe das anschaut und was das Abkommen alles beinhaltet und in Ruhe dann darüber entschieden wird. Und ja, Marina sagt, dass es ja jetzt schon eine dritte Runde von Sanktionen droht, dass sie stattfindet. Und ja, Russland schon 150 Milliarden schon an wirtschaftlichen Nachteilen hat. One moment, please. One moment. Okay, I just had to switch the microphone. Okay. Can you repeat what has the leader of the Social Democrat Party, the Mr. Sigmar Gabriel, said about the Crimea? Yes, he said that he warned Putin. Okay. Yes. That Germany will make another round of European sanctions against Moscow if Monday if the decision in Crimea is in favor of Russia. So in other words, if the people of Crimea vote yes to separate, then Germany will punish Russia. Okay. Now, also, I just want to finish something before you explain. This is people inside the Social Democratic Party. The good thing is Merkel is trying to find a balance because she doesn't want this, okay? But she has too much pressure. This is a report from Reuters, by the way. But Merkel is trying to find a balance, a diplomatic solution for that. But she is being pressured from inside the Social Democratic Party. Mm-hmm. Yeah. Okay. Ja, Vorsitzender der Sozialdemokraten in Deutschland, Sigmar Gabriel, hat laut einem Bericht von Reuters gesagt, wenn die Region Krim sich jetzt am Montag für Russland entscheiden sollte, dass dann Deutschland eine weitere Sanktion gegenüber Russland unterstützen würde, wohingegen unsere Kanzlerin, Frau Dr. Merkel, für eine diplomatische Lösung sucht. Aber es ist schwierig, wenn man wenn ein ziemlicher Druck besteht. Okay. I think there are also international attempts to solve the situation at the Council of Europe, at the OSCE, and also at the UN level. That was gonna be my next comment. I think we spoke earlier this week in a private conversation, and we agreed that the United Nations needs to intervene, and it needs to be needs to speak to all parties. It needs to speak to the United States, and it needs to speak to Europe, and it needs to speak to Russia. Okay, and because we don't need another world crisis. Okay, and
they have to find a diplomatic solution. And Crimea, seriously, it was part of Russia up until 1954. And Russia gave it to Ukraine. And then they went there in 1997 and signed a big agreement for military forces there. So, you know, it's all the people there are Russian anyway. So, you know, this is Putin's home, you know, meaning it's Russian. It's a Russian place, you know. So it's finished. I think that story with Crimea is finished. But like I said before, they have to find a diplomatic solution, because if they continue this with this plan, I don't know, whatever it is, and they put the IMF in there, you're talking about another Yugoslavia. Guaranteed. Okay. Okay. Meaning it's going to become many, many countries, you know? Hm. Yeah. Ja, ich habe angesprochen, dass es ja auch internationale Bemühungen gibt, die Krise zu lösen. Bei der OSZE, beim Europarat, bei der UNO. Und Marinas Einschätzung ist, dass die Lösung über die UNO laufen sollte. Und die UNO sollte mit allen reden, mit der Russland, mit der EU. Und das wird eine diplomatische Lösung gebraucht und keine Weltkrise. Und die Krim war bis 1954 ein Teil von Russland. Dann hat Russland die Krim an die Ukraine gegeben. 1997 gab es den Vertrag zur Truppenstationierung. Und ja, die Bevölkerung sieht sie auch ja als russisch. Und es ist dass die Russen es empfinden als ein Teil ihrer Heimat. Und wenn jetzt der IWF in die Ukraine seine Auflagen machen wird, dann besteht die Gefahr, dass es dort aus der Ukraine Schicksal erleidet wie Jugoslawien. I have read in the book of Professor Dr. Chosudovsky, The Globalization of Poverty, that credit conditions of the IMF have played an important role in the destabilization of Yugoslavia. Yes, of course. That's this is what they do. It's if you look, remember at the beginning we started to talk, and I said this is what they do. They make trouble first, economic trouble, and then they bring crazy rioters and they begin making protests and riots, and you know, the government is they start using words like regime and words like that, and bad government and scandals and things like this is how they work. This is, you know, it's the IMF wants it all. It's all about the gas and the oil, and it's all about the putting IMF people in every strategic position. It's look what happened in Greece. The prime minister we had after Papandreou fell was someone who was in the trilateral commission, which is it's the same thing. IMF trilateral commission, it's the same thing, you know. Mm-hmm. So it's Goldman, all these companies, you know, Goldman Sachs, JP Morgan, the IMF, the federal the Fed, it's all about money. It's all about controlling the country geopolitically and controlling the central bank and controlling the money.
controlling the money. So when this happens, if all these crazy, stupid, crazy people control all these countries, okay, and they make deals with mafias to make governments, this is very dangerous. This can happen in Germany. This can happen anywhere. Anywhere. And it's not going to matter what me and you vote for anymore. You know, Brussels is going to say, I don't like the Greek government today. I change it. Okay, I make trouble. I change it. This is very bad. You understand? There's no democracy that way. No democracy at all. One question for understanding. Who do you mean regarding the trilateral commission person at Greece? Papadimos. Ah, okay. Yes, Papadimos. He was part of the European Central Bank, I think, and he's part of the trilateral commission. Okay. Good. Ich habe erwähnt, hinsichtlich Marinas Einschätzung, dass es durch die IWF-Auflagen aus der Ukraine ein neues Jugoslawien werden könnte, habe ich erwähnt das Buch von Professor Dr. Michel Chossudowski, die Globalisierung der Armut und die neue Weltordnung, Globalization of Poverty and the New World Order, und dass ich da gelesen habe, dass durchaus bei der Destabilisierung von Jugoslawien IWF-Auflagen eine Rolle gespielt haben. Und man kann es auch im Beispiel Griechenland sehen. Auch da geht es um Gas und geht es um Öl. Und dort ist ein Regierungschef vorübergehend installiert worden, der auch zur trilateralen Kommission gehören, Papadimos. Und man, es geht immer darum, für Interessen von Kontrolle, Interessen von Geld und Interessen von Banken, wie zum Beispiel Goldman Sachs oder JP Morgan Chase. Und dass man Kontrolle haben will, sowohl über Geld als auch über Zentralbank, als auch geopolitisch. Dass man Deals mache, um Regierungen installieren zu können. Deals machen würde mit der, ich verstehe es in Anführungsstrichen, mit der Mafia. Und das könnte auch in anderen Ländern passieren. Das könnte in Deutschland oder überall passieren. What do you mean with deals with Mafia? For what is this a symbol? Well, the reason I keep on saying the word mafia is because the Svoboda Party is a mafia. Ah, okay. Okay. Yeah, so imagine, you know, not, and they're Nazis too, Nazi mafias, you know? Imagine today we don't like, Berlusconi, I don't know, okay? So we make friends with the mafia of Italy and the Nazis in Italy, and we throw away the government. You cannot do that. That people go to elections to vote for a government. It's not because Washington and Brussels does not like them. This is wrong. This is undemocratic. It's undemocratic. And this is what people should be talking about. People should be very afraid, because this can happen in any country. And I know they did it to our country in Greece. I know they did it to Greece. Okay. Was Sie meint mit Mafia ist, Parteien wie Svoboda, also gewaltbereite Parteien, dass man mit solchen Parteien sich einlässt. Und so etwas, wenn das in der Ukraine passieren kann, könnte überall passieren. Okay. Well, I think we have got
big overview, we have raised a variety of issues on the Ukraine. I want to thank you for participation in our internet radio show. It's always my pleasure. I love your radio show and I love talking with Germany. So it's my pleasure all the time. Whenever you want me back, I will always come back and talk on your show. You know I will. Okay. 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 Ja, ich habe Marina gedankt. Wir haben eine ganze Reihe von Themen zur Ukraine beleuchtet und ja, sie ist gerne in unserer Internet-Radio-Show. Ja. Okay. And your readers, your listeners can always go on elasfrape.blogspot.com. I have a lot of reports on Ukraine and soon I'm going to have some reports from the Greek population in Ukraine. It's all in the English language. They can read the reports and they can make conclusions for themselves. Ja, und wer und Marina lädt herzlich ein, auf ihre Webseite hellasfrape.blogspot.com zu gehen und dort hat sie einige Artikel über die Ukraine und sie wird in Kürze näher beleuchten die Situation der griechischen Minderheit in der Ukraine. Und dort kann man sich dann seine eigene Meinung bilden zur Situation in der Ukraine. Many thanks. Thank you. Good night, Germany. Okay. Goodbye. Good night.